Einen recht schönen guten Freitagmorgen, der 24. Juni, wünscht euch der Bauerhausi. Willkommen auf meinem Kanal. Jawohl, es war wieder schlimm letzte Nacht. Wieder um 8 Uhr ein Mordsgewitter durchgezogen, diesmal viel schlimmer als gestern, vorgestern. Hat Schäden angerichtet bei uns ums Haus rum. Das Wasser ist unsere Hausplätze verschwemmt. Ein Ast, ein großer Ast ist da runtergefallen. Und wenn ich jetzt da aufs Feld schaue, ich zeige euch das. Hier, das ist Urdinkel, der war 1,50 Meter hoch. Flach, flach gedrückt. Meine Kartoffeln auf die Seite gelegt, aber die werden dann wieder aufstehen, denke ich. Ja, das Urdinkelschild. Schweizer Dinkel. Und dann das Feld, das flach liegt. Leider nicht mehr ganz gut sichtbar mit meiner leicht milchigen Linse. Ja, und auch unsere Kürbis sind mitgenommen. Der Boden verschlemmt. Das gefällt mir am wenigsten. Ich habe da schön aufgehackt und ist alles verschlemmt. Da ist das Wasser gestanden gestern Abend, denke ich. Und sie sind alle auf die Seite gelegt. Ich hoffe, das sind nicht Triebe ab. Ich hoffe, das sind nicht Triebe abgebrochen. Da. So. Ja gut, das wird wohl wieder werden. Liebe Freunde, es ist jetzt bereits 16 Uhr, Freitagabend, vorbereitet, fertig eigentlich, Tisch ist bereit. Was wollte ich sagen? Ja, es hat wieder ein Gewitterregen gegeben und der ist jetzt durch und die Voraussage ist für 18 Uhr trocken. Sind wir froh, also kein Regen mehr. Speziell, weil wir draußen grillieren und die Leute müssen draußen das Fleisch selber holen. Schlimmstenfalls konnte man das Buffet da reinbringen in die Einfahrt. Aber so geht es besser und auch für den, der Metzger kommt, er wird uns grillieren. Und wenn er im strömenden Regen grillieren muss, geht das auch nicht gut. So. Jetzt hole ich noch Bratwürste, Galloway Bratwürste, direkt vom Metzger. Ja, liebe Hildup-Freunde, nach der Party das Aufräumen. Ich nehme das Geschirr von der Bühne runter mit dem Auto und mein Helfer ist da die Numa. Jawohl. Und jetzt damit rein in die Küche. Nein.